Herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian Bienappel, ich bin von Rheinlandbote und ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich mein Echolot verwende, um möglichst effektiv am Wasser unterwegs zu sein. Was wir jetzt machen werden, ist mit dem Side-Imaging uns die Strukturen und die Fische raussuchen, uns dann die Wegpunkte setzen und durch die Kombination Karte und Side-Imaging dann möglichst effektiv unser Boot positionieren und die Fische gezielt anwerfen und versuchen, heute einen schönen Fisch zu fangen. Was ich als allererstes mache, ist meinen Bildschirm in zwei Hälften teilen. Das heißt, zu drei Viertel mache ich mein Side-Imaging. Das heißt, ich habe einen schönen großen Bildschirm, eine schöne große Auflösung, sodass ich möglichst viel erkennen kann. Und auf der anderen Seite habe ich in einem kleinen Streifen meine Karte, um mich zurechtzufinden, dass ich weiß, wo ich gerade entlang gefahren bin. Wir haben jetzt hier vor uns ein großes Plateau mit einer Kante entlang. Das heißt, ich kann hier mit dem Side-Imaging super schön erkennen, wo wir den harten Boden haben, wo die Kante nach oben geht. Und auf der Karte sehe ich gleichzeitig mit der tiefen Kontur, wo ich entlang fahre. Und ich fahre jetzt quasi parallel zu dem Plateau entlang und gucke mir hier die Strukturen an. Es ist hier alles ziemlich plan, das heißt, wir haben wenig Steine im Wasser rumliegen, aber hier und da stehen schon Fische hier am Grund. Die stehen verstreut und einzeln. Ein bisschen schwierig zu erkennen, was es ist. Wie erkenne ich grundsätzlich aber so einen Fisch? Wir nennen es Reiskörner. Also die Fische, wenn man sich überlegt, das Side-Imaging scannt jetzt quasi 25 Meter links und 25 Meter rechts. Und da erscheinen die Fische nur ganz, ganz klein auf dem Side-Imaging, eben wie kleine Reiskörner. Und jetzt sieht man es hier vereinzelt. Sind mehrere kleine von den Reiskörnern und es ist ein Schatten unten drunter. Und das zeigt mir an, wie hoch der Fisch in der Wassersäule steht. In dem Fall stehen jetzt hier die Fische knapp über dem Grund. Das Reiskorn, das weiße oder das hellere, ist quasi ein Stückchen von dem schwarzen entfernt. Das heißt, es steht quasi über dem Boden. Und so weiß ich auch, wie ich nachher fischen muss. Zum Beispiel, wenn das weiße Reiskorn direkt unter dem Schatten ist, weiß ich, der Fisch liegt am Boden und dann mache ich nur ganz kleine Sprünge. Ist aber die Distanz ein bisschen größer zwischen den beiden Objekten, dann mache ich halt zwei Kurbelumdrehungen, so dass der Köder größere Sätze macht und ich möglichst in dem Feld, auch wo der Räuber unterwegs ist, dann fische. Jetzt haben wir hier einige Fische auf dem Bild. Ich gehe jetzt einfach hin und setze mir mit meinem Echolot, indem ich die linke Anzeige wähle, dann Wegpunkte auf die einzelnen Fische, die ich hier sehe. Genau das gleiche funktioniert auch, wenn ich Struktur finde. Also da, wo Struktur ist, sind meistens auch Fische. Wenn ich jetzt ein Steinfeld gefunden habe oder versunkene Bäume, markiere ich mir die auf meinem Echolot über die Taste hier Mark und dann kann ich eben einzelne Wegpunkte setzen. Jetzt habe ich mir die Fische markiert und drehe jetzt quasi einmal um. Verkleinere jetzt die Karte, dass ich einen besseren Überblick habe. Drehe jetzt hier einmal einen Kreis. Und jetzt kann ich ganz einfach mit meinem Cursor auf die Wegpunkte gehen, die ich mir hier gerade erstellt habe. Kann dann da reinzoomen und weiß jetzt, okay, ich bin nur 70 Meter von dem Wegpunkt entfernt. Das heißt, die Fische stehen genau da, wenn sie nicht weiterziehen natürlich, an dem Fleck, wo ich sie gerade markiert habe. Fahre jetzt ganz langsam dahin und wenn ich so auf
ich sag mal, eine entspannte Wurfdistanz, 20 Meter ungefähr, wenn ich dran bin, mache ich meinen Außenbordmotor aus, gehe nach vorne, klappe den Bugmotor rein, drücke meine Ankerfunktion und bin dann quasi genau diese eine Wurfdistanz von dem Fischen entfernt und habe auch die grobe Richtung, in die ich werfen muss. Also wir fahren jetzt einfach ein Stückchen näher ran. So, jetzt bin ich noch 20 Meter entfernt, gehe neutral, mache den Motor schon mal aus. Klappe meinen Bugmotor rein und jetzt hatten wir gesehen, dass wir die Wegpunkte, hatte ich jetzt auf dem Echolot gesehen, waren ungefähr hier vorne und da versuchen wir jetzt mal hinzuwerfen. Yes! Ja, ein gutes Stück vom Boot eingestiegen und es war perfekt. Wir sind jetzt quasi mit dem Boot hier entlang gefahren, haben die Fische auf dem Side Imaging stehen sehen und haben dann einfach uns markiert, wo die Fische sind und ganz präzise dann hingeworfen. Shadowlicious, unglaublich, der Köder hat so gut gefangen in den letzten Tagen. Ich freue mich mega, Hammerfisch. Und dann lassen wir wieder schwimmen. So, einige fragen mich auch immer, wie ich mein Echolot richtig einstelle, wenn es quasi frisch aus der Verpackung kommt. Im Endeffekt sind die Geräte ziemlich gut voreingestellt, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich als erstes mache. Zum einen natürlich, was richtig hilfreich ist auf dem Wasser, ist eine Tiefenkarte reinzustecken, eine Navionics-Karte zum Beispiel. Dann habe ich die Tiefenkonturen von den Gewässern, an denen ich unterwegs bin. Die hilft mir ungemein. Und von den Einstellungen selber sind es im Endeffekt zwei Sachen, die man einstellen kann, und das ist die Empfindlichkeit und dann Kontrast. Damit arbeite ich eigentlich am meisten, aber da muss man auch nicht viel machen. Meistens sind es immer nur so ein, zwei Stufen nach oben oder nach unten. Im klaren Gewässer hat man natürlich weniger Störsignale, da kann man die Empfindlichkeit ein bisschen draufstellen, und in Gewässern, die ein bisschen drüber sind, da kann man die Empfindlichkeit auch ein bisschen runterstellen. Mit der Empfindlichkeit sehe ich dann auch besser, was für einen Bodengrad oder Härtegrad ich habe. Helle Strukturen, heller Boden, Steine werden ganz deutlich und hell angezeigt und schlammiger Boden wird eher dunkel angezeigt. Und das Side Imaging funktioniert im Endeffekt so, dass ich quasi mit meinem Geber links und rechts vom Boot raus scanne und in der Mitte der weiße Strich, das ist die Wasseroberfläche. Und links und rechts ist dann in schwarz, in dunkel angezeigt, die Wassersäule bis zum Boden. Wir sind jetzt hier auf 5 Meter. Das heißt, wir haben 5 Meter Wassersäule von der weißen Linie bis zu der ersten, bis zum ersten Grund, eben dieser Anfang der gelben Fläche. Und der Rest ist dann wirklich nur Boden. Also wir scannen dann quasi die Bodenstrukturen ab, um eben möglichst effektiv große Flächen abzusuchen, nach Fischen, nach Steinen, nach Strukturen, um uns eine Menge Zeit zu sparen und nicht wie bei dem 2D-Sonar mit einem Kegel eben nur einen kleinen Radius unten eben abzusuchen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen bezüglich dem Side-Imaging und wie man damit Fische sucht und gezielt anfischt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.